So, dann muss ich das fast nochmal wiederholen, weil es geht bloß mit der Wiederholung. Das ist also der Bewusstwerdungsprozess, weil ja die Frage heute war, weil ich da als ersten Mal von einem kleinen roten Ich spreche und dann sage ich das kleine rote Ich. Das ist dann der Fall, dass du dein Geist schon bist, in einem gewissen Maß auch redest. Ich bin ja Geist, wir sind ja spirituell, aber immer noch in dieser Lernen-2-Falle hängst, dass du plötzlich das, was du bisher nachgeäfft hast, dass dir das logisch erscheint, dass alle bloß nachäffen, aber du nicht merkst, dass du selber auch bloß nachäffst. Ja. Ich sag, du kannst auch Holofeeling nachäffen. Verwirklichen tut sich das erst, wenn du das zu leben anfängst. Ja. Ich schmunzel. Jetzt ist wieder ich, wenn ich sage, ich, was ist, jetzt hast du mal die große Frage, was bin ich? Darum gerade geschrieben, das kleine rote Ich ist einer, der schon weiß, ich bin eigentlich ein Geistwesen. In dem Moment macht das Ich zu einem ausgedachten Geistwesen. Das rote Ich macht sich damit zu einem kleinen roten Ich, Ja. weil er sagt ja schon, Geist hat aber wirklich noch nicht die Vorstellung, was Geist eigentlich ist, weil er immer noch eine Vorstellung von Geist hat. Und jetzt ist es also dieses Spiel, dass wenn man diese Verwandlung sieht, wenn man jetzt die Prozesse, und es sind immer Zeitfenster, wo wir immer nur jetzt denken können, dass ich sage, die Zeitqualität, wenn du jetzt längere Zeit in einer gewissen Szene dich fokussiert hast mit Verschwörungstheoretikern, in der offiziellen Presse, wie das genannt wird, die wirklich Lügenpresse ist, da gibt es tausende von Beispielen, aber die Verschwörungstheoretiker sind genauso Lügner. Lügen bezeichne ich jetzt einfach Vorstellungen, die ich aufbaue, ohne dass mir bewusst ist, dass diese Vorstellungen nur deshalb sind, weil ich sie jetzt denke. Ja. Die einen wie die anderen verwirklichen etwas, was sie vom Hirnsagen kennen. Ja. Die Physiker verwirklichen ihre Teilchen in ihren Köpfen und jeder, der jetzt in dem geistigen Fahrwasser, der Lehrer, Physiker schwimmt, der stellt sich dann dasselbe vor, was ihnen die Lehrer erzählt haben an der Uni, die wiederum auch bloß nachplappern. Und jetzt ist es sehr verführerisch, dass man meint, wer hat es als erster gedacht? Immer mit einem der Hände, das ist immer noch chronologisches Denken. Es gibt kein Vorher und Nachher. Es gibt bloß diese Transversale, lichtbeweglicher Transversal. Ja. Und jetzt ist eigentlich hier der Trick dabei, dass in dieser Erkenntnis, dieser Verwandlungsprozess, und ich rede jetzt bewusst chronologisch, wenn ich jetzt die letzten 10 Jahre nachschaue, und du schaust dir die Videos, die alten Videos an von einem Andreas Popp, von einer Eva Herrmann. Ja. Dieser berühmte Eklat mit dem Kanner in dieser Fernsehsendung, wo du wirklich, wenn du ein bisschen geistiger, weitgefasster, neutral denkst, dass du fassungslos bist, wie die die Frau fertig machen und wie unendlich souverän die Frau sich in einer Selbstdisziplin inne bleibt und die hören gar nicht zu und da wird nur reingeredet, ich gebe ihnen jetzt die Möglichkeit, das zu widerrufen. Es ist wie in einem Nazi-Kriegsverbrecher-Prozess. Ich meine jetzt, wie die Nazis an der Macht sind. Ich gebe dir die Möglichkeit, das schwöre ab von deinem falschen Glauben. Ich sage immer, Kohle oder Prediger lesen. Das Ja. wird ja nichts Neues in dieser Welt. Es wiederholt sich und es wiederholt sich bis zum Erbrechen. Darum habe ich gesagt, diese Revolution, für die jetzt ein Ken Ebsen steht, Ja. wenn man dieses eine längere Video von ihm anschaut, wo er spricht, wo er sehr geistig wird, wo er wunderschöne Beispiele bringt, die er selbst nicht verstanden hat. Das ist Lernen 2. Er schaut ein Prinzip, das er sagt, in der Natur, ich zitiere mal Ken Jebsen, den ich mir jetzt selber ausdenke und den ich mir jetzt denke, dass er das gesprochen hat. Du merkst, mir kommen hier schon, wie wenn ich in eine Gleichzeitigkeit, wie wenn ich sage, das wird jetzt aufgenommen und man kann es bloß jetzt anhören. Dass er hier meint, er hat Naturgesetze erkannt, dass zum Beispiel, wenn Bäume sind, es ist an keinem Baum irgendein Blatt absolut gleich. Es gibt keine Gleichheit. Und dann bringt er noch das schöne Beispiel hier mit den Zentimeter. Wenn man sagt, der Zentimeter oder Meter ist immer 1 Meter, zwischen 1 Meter und 2 Meter, zwischen 2 und 3 Meter ist immer dasselbe Stück. Ja. Da ist aber in der Natur nichts Gleiches, gleich kann das gar nicht gleich sein. Das sind alles aber zu Sackgassen, was das Problem ist, ist das raumzeitliche Denken. Es ist eigentlich sehr einfach, darum sage ich das, was ich dir erzähle, ist hundertprozentig sicher. Du musst bloß schauen, was da ist. Und du vergisst es immer wieder. Du Ja. vergisst es. Du sollst dich beobachten, mit was du resonierst. Und ich mache jetzt mal den Satz, wenn man die Verwandlung sieht, die in dir passiert ist. Jetzt ist natürlich, es sind unendlich viele verschiedene Leben, sprich Programme. Egal welches Programm du bist, ich denke mir jetzt mal ein Programm aus, das schon etwas länger in dieser Szene ist. Und meinetwegen jetzt Eva Herrmann, Ken Jebsen, Andreas Popp. Längere Zeit verfolgt die Videos, dann wirst du feststellen, das ist eine Wandlung. Bei Andreas Popp ist immer gegangen, man meint, man müsste die Welt retten, indem man hier das Geldsystem revolutioniert, weil das ungerecht ist. Da gibt es so viele Thesen in der Wissenschaftsmanufaktur und plötzlich hier
mit dem Licht der Wahrheit, mit den Abdruschin, plötzlich reden die alle von Spiritualität und dem Buch. Die werden jetzt alle spirituell, aber in dieser klassischen, esoterischen Form von ausgedachter Spiritualität. Ja. Das ist die Falle. Das ist jetzt Lernen 2. Sie haben ihre eigenen, sie durchschauen langsam ihre eigenen Fehler, dass sich dabei nichts verändert. Meinen aber, glauben immer noch an das demokratische Prinzip. Wir müssen auf die Straße gehen und gegen irgendwas demonstrieren. Das heißt, es ist immer Selbstentheiligung. Der einzige Weg aus dem Traum ist mehr oder weniger, dass du herausstirbst. Ja. Kannst du sterben, bevor du stirbst? Jetzt ist natürlich schon das Wort SD erben. Raumzeitliche Erscheinung erben. Dieses SDR, die ersten drei Buchstaben rot machen, dann heißt es das Geheimnis und das Versteck. Ich sage immer, beim Tierchen-Gucken, du kannst dich schon in das Versteck eines Tierchen-Guckers zurückziehen, dass du als reiner Beobachter gar nicht mehr in der Welt existierst, die du dir ausdenkst, sondern die Quelle für die Welt bist, die du dir ausdenkst. Aber immer dran denken, die Quelle ist noch nicht der Punkt, wo das Wasser herkommt. Stimmt, ja, ja. Das Wasser kommt aus dem Meer, die Hierarchie, aus El Hayom. Das Rohre hier. Und in der Quelle wird es dann ausgelegt. Dann kommt nochmal der Brunnen dazwischen. Darum hast du das hebräische Wort für Brunnen ja auch auslegen. Ja. In der Kern, was du auslegst, was du dir ausdenkst, erklärst du dir immer selber. Bloß fehlerhaft. Weil bis ohne Holofeeling kommst du nicht drauf, dass das, was du dir ausdenkst, deshalb ist, weil du dir das ausdenkst. Und weil ich ausdenkst. Ja. Aber nur imaginär, weil alles, was du dir aus dir herausdenkst, wenn du dir jetzt ein grünes Mastmännchen auf Mast hochdenkst, ist es trotzdem in dir drin. Der Mast ist in dir. Schön interessant, es ist in dir, es erscheint bloß nicht mehr in dir, weil du dir das ja ausdenkst. Aber solange das in dem Bereich des grünen Mastmännchens ist, ist es doch ein leichtes, sofort hier und jetzt zu überprüfen, dass auch wenn ich mir jetzt mal jetzt den Mond ausdenke, der die ganze Zeit nicht existiert hat, bis ich das Wort Mond ausgesprochen habe. Und es ist jetzt wurscht, ob das Mond angeblich von außen in Form von Schallwellen aus einem Lautsprecher kommt, den du dir jetzt ausdenkst. Das ist das Prinzip des Klingelingeling-Beispiels, dass dir irgendwann einmal bewusst wird, dass du mit dem materialistischen Grundprogramm in dir die Kausalität auf den Kopf stellst. Genau. Du stellst alles auf den Kopf. Du wirst merken, dass alles, was du logisch gut, dass dir vollkommen logisch gut erscheint, dass das eigentlich auch das Gegenteil ist. Und umgekehrt. Das, das klingelt ja, weil mich einer anruft. Der Anrufer existiert nicht. Das heißt, dieser felsenfeste Glaube, und ich drücke es aus, was ich tausendmal gesagt habe, dein Hauptproblem ist zuerst einmal der Bruch des zweiten Gebotes. Ja. Natürlich bringst du auch das erste Gebot, mach dir kein Bild von Gott. Ja. Wenn ich Gott jetzt als Schöpfer definiere, ich definiere es zuerst einmal als Schöpfer. Gott ist ja eigentlich die 200 Gramm rote Knete. Mhm. Die lässt alles mit sich machen. Das ist der Jesus, der sagt, du kannst mich bespucken, du kannst machen, was du willst. Es wird mich nicht daran hindern, dich trotzdem zu lieben. Und ich komme nochmal, dass das Tierchen gucken, du kannst jetzt schon deine Welt verlassen. Ich sage, das ist eigentlich schon wieder Blödsinn, weil das wieder ein Weg von A nach B ist. Du musst nur wissen, was du bist. Und dann frage ich dich, ich erschaffe jetzt einmal was durch Worte in deinem Kopf. Ich sage jetzt ganz einfach, denke jetzt einmal das heliozentrische Weltbild aus. Wo war das die ganze Zeit? Das hat nicht existiert. Es war ein Wissenselement in dir, in einer tiefen Ebene, dass du jetzt eine Vorstellung draus machst. Und jetzt ist es ganz interessant, jetzt bist du eigentlich schon aus dieser Welt, die du dir ausdenkst, weil zu dem heliozentrischen Weltbild gehört ja diese Erdkugel, die von der Sonne angestrahlt wird, sich angeblich um die Sonne rumdreht und um die eigene Achse dreht, wo wir dann unser Hell-Dunkel-Abwechslungsphänomen haben. Solange du glaubst, du bist ein Trockennasen auf der Kugel, denkst du chronologisch. Aber bist du nicht Eigenlicht? Eigentlich, der jetzt das nach außen projiziert, diese Vorstellung? Ja. Ist die Sonne überhaupt da außen, wenn du sie nicht ausdenkst? Mach dir kein Bild von irgendwas da droben am Himmel. DR, Öffnung, eine Berechnung, Open, polare Existenz. Hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel oder laufend hell. Das ist ja dann schon, die Sonne ist eigentlich die Synthese von hell und dunkel. Die ausgedachte Sonne ist eine ausgedachte Synthese. Ja. Das ist ganz deutsch, was ich jetzt sage. Und wenn du dich jetzt erhebst und du fängst an zu beobachten, die Informationen, die ich jetzt dir hier nenne, wir bleiben einfach mal bei dem Medium, bei dem Menschen. Wenn du die jetzt beobachtest, ist auch ein Tierchen, kannst du rund um die Uhr beobachten. Dann bist du doch schon in dem SDR sterben. Genau. Dann bist du das Geheimnis des Sohns, der du selbst bist. Du bist ja schon heimgegangen.
Du bist dann der Mittelpunkt, der um sich herum eine Peripherie denkt. Das heißt, du hebst dich jetzt aus diesem Kopf des blauen Ich heraus, weil ich immer sage, du bist ja immer der Mittelpunkt. Jetzt wirst du von einem peripher ausgedachten Mittelpunkt, wenn ich immer wieder sage, egal was du dir denkst, wenn ich jetzt sage, wenn ich als Udo was denke, ist es hier in dem Udo-Kopf. Mhm. Aber der Udo-Kopf existiert ja auch bloß, wenn ich an den denke. Es bleibt aber auch, wenn ich nicht an ihn denke, ein ausgedachter, peripherer Mittelpunkt. Ja. Was ja. Jetzt sagt, wenn die ausgedachte Kerstin ist, die existiert in dem Kerstin-Kopf. Mhm. Jetzt hast du rechts und links an Udo und einen Kerstin-Kopf vor dir und du kannst dir jetzt denken, was du denkst jetzt in den Kerstin-Kopf was rein und in den Udo-Kopf was rein. Und das, was du dir jetzt in den ausgedachterweise in den Kerstin und in den Udo-Kopf reindenkst, die du jetzt auf einem Monitor vor dir siehst, als flackernde Lämpchen, das ist doch eigentlich in den Kopf von dem, der vor dem Computer sitzt, den du dir jetzt ausdenkst, wenn du an dich denkst. Was ich jetzt beschrieben habe, funktioniert aber bloß, wenn du nicht gerade glaubst, die Kerstin oder der Udo zu sein. Weil die Kerstin hat jetzt eigentlich bloß den Udo vor sich und der Udo hat bloß die Kerstin vor sich. Ja. Magst du jetzt ändern die Perspektiven? Du kannst jetzt den Gedanken mitgehen und dann ist das alles vollkommen hundertprozentig logisch, was ich dir jetzt beschreibe. Aber es bleiben ausgedachte Dinge. Ja, ja. Und jetzt ist jetzt, ich muss immer wieder, wenn ich genau war, dass jetzt zum Beispiel das Monitor wie selbst ist eine Matrix. Es bewegt sich. Ich habe das so oft gesagt, da ist weder ein Finger noch irgendetwas, was sich von rechts nach links bewegt. Und so musst du dir das vorstellen, das nennt man in der Wissenschaft nennt man das eine Matrix. Es ist letztendlich, zuerst einmal ein Raster von farbigen Lämpchen, vollkommen statisch, die ihre Helligkeit verändern. Aber die Veränderung im Hier und Jetzt einer Helligkeit, einer Intensität, ist keine Bewegung von A nach B. Da wird natürlich der Ja-Aber-Sauber sofort, der massiv immer nur, das ist übrigens auch so eine Aussage, die ich jetzt einen Ken Ebsen in einem Video in den Mund gelegt habe, dass ich sage, wenn eine diskutieren, es hört ja keiner mehr zu. Da kommt irgendwas, wo der Zuhörer reagiert und dann ist er schon so konzentriert, wie er diese angeblich verkehrte Äußerung abwehren kann, was er dagegen erwidert, dass er gar überhaupt kein Bestreben hat, das, was der Gegenüber versucht zu erklären, nachzuverziehen. Weil dein Filter ja schon von vornherein das abblockt und im Inneren dann schon die Maschine arbeitet, wie wehre ich das ab, wie widerlege ich den Scheiß, den der behauptet. Anstatt seinen ganzen Geist frei, offen, dem, was er nicht versteht, was ihm falsch, verkehrt erscheint, verstehen zu wollen. Hey, du weißt offensichtlich, du hast ein Denksystem, das mir fremd erscheint. Versuch mir das zu erklären, dass das auch mein Denksystem wird. Ich will deine Seite, deine Perspektive auch noch verziehen. Das existiert in deiner Welt, das wirst du erkennen. Es ist auch sinnlos, mach dir keine Gedanken über Gedanken. Und ich sage immer wieder dieses ganze Hin und Her, versuch nicht irgendeinen Gedanken von dir was zu erklären. Denk in dir einfach, dass er es wüsste. Aber da haben wir dann schon wieder die Sache, da ist wieder ein Wollen, wo du willst es wieder andersrum, wie es jetzt ist. Und dann bist du schon wieder weg vom Fenster, von dem Beobachterfenster, das außerhalb dieser ausgedachten Welt ist. Das heißt, lass das Leben, mein erstes Ding, lass es unangetastet. Das heißt, spiel deine Rolle. Merk, wie du dich über was aufregst, wie du getrieben bist, wie du Wünsche hast, wie du Beifall klatscht bei manchen Äußerungen, die von irgendwelchen Bröseln in dir auftauchen, wie du entsetzt bist und wirklich so einen Hals kriegst, wenn manche Äußerungen wiederum hörst. Mach deine Einseitigkeit bewusst, ohne dass du das selber verändern willst. Und jetzt kommt die verborgene Harmonie der Dinge. Wenn du aufhörst, irgendwas verändern zu wollen, verändere ich für dich den Traum. Mhm. Dann passieren die Wunder. Du musst nichts dazu tun, das mache ich. Genau, den Ansatz habe ich heute Morgen um 4 Uhr. Rein zufällig. Rein zufällig. Ich habe das bloß aber vorne. Ich habe da so meine Möglichkeiten. Das ist wie die Geschichte mit dem Bild, wo ich gesagt habe, wo du reinstellst hier als Kind von einem Bekannten, den Horst Jensen, den Maler des Bild. Und ich schmunzel dann, weil wirklich von dem ein Selbstbildnis ein Original meine Bodensee-Inge im Wohnzimmer hängen hat. Das erste Mal drin bin. Das habe ich ihr geschickt, hat sie sehr mit Schmunzeln reagiert. Genau genommen ist das Bild dann auch noch genau bei 10, 26 taucht das kurz auf. Da kommen ja mehrere. Ja, und ich habe noch eine sehr schöne Antwort von Lothar bekommen, der erst gedacht hat, oh, die Kerstin hat schon wieder einen an der Waffe und hat dann aber das Video angeklickt und dann wurde ihm bewusst, welche Metapher und Symbolik dahinter steckten, die
Du wirst vor allem jetzt auch irgendwie begreifen, wie klein die Welt ist, wenn ich immer sage, meine 100 Affen. Ja. Da wusste eine Kerstin, weiß so gut wie überhaupt nichts, wenn ich immer von meiner Inge spreche, meiner Bodensee-Inge spreche. Du weißt die Kerstin nichts und die Bodensee-Inge weiß so gut wie überhaupt nichts über meine Kerstin. Und irgendwie hat sie hier von dem Maler ein Selbstporträt drin hängen, ein Original, und die Kerstin ist als Mädchen mit ihren Eltern bei den gewesen. Als ja. Und du merkst, dass du auf irgendeiner höheren Ebene gibt es da Verbindungen, die sich so kommen, deiner weltlichen Vorstellungskraft entziehen. Lass dich die Wunder ein. Genau. Und nicht sich reinmischen. Und du merkst, es wächst ja langsam raus, wo ich gerade gesagt habe, mit die Andrea Bob, wenn ich sage, da ist es um Geld gegangen, um Welt. Und es verschiebt sich jetzt. Plötzlich werden sie spirituell. Aber das Grundprinzip, sie hängen vollkommen in dem Lernen 2. Man muss es immer wieder wiederholen. Das ist, wenn du das Ich bin, du, das ist über 20 Jahre, glaube ich, alt, diese Schrift. Ja. Jetzt wieder chronologisch gedacht. Das ist, wenn man liest, ich gerade jetzt bei den alten Holofeeling-Hosen, nimm die Kerstin, ich sage immer der Redo, die Diana, also ich könnte jetzt viele Namen wieder nennen, es geht ja immer um den einen Geist, der du selbst bist. Wo steckst du in deinem Buch, dass die sagen, ich habe das schon 100 Mal gelesen und jetzt habe ich es natürlich viele Jahre nicht mehr angeschaut und jetzt schaue ich wieder rein und die sind erschüttert. Manche sagen, ich würde schwören, das war vorher nicht drin gestanden. Ich habe auch, wenn ich dann eine Zeit lang weggelegt, nicht gelesen. Jetzt lese ich bestimmte Absätze, was ich heute Morgen, wo ich das Buch einfach genommen habe und den Absatz gelesen. Boah, das ist auch. Das sind prophetische Worte. Ja. Ich sagte, du wirst dann immer wieder merken, wenn dann welche sind, die langsam aufwachen und du kannst sterben, bevor du stirbst. Das ist, wenn du das SDR dann rot machst. Ja. Ich sage immer, ich betone, dein Leben läuft oberflächlich betrachtet vollkommen normal weiter. Mhm. Aber disziplinier dich, dass du eine feine Antenne kriegst, wie du reagierst, egal ob positiv oder negativ, wie du noch reagierst. Und der, der das erkennt, ohne irgendwas an sich selbst, an das, was er ein Leben lang zu sein geglaubt hat, verändern zu wollen. Genau. Wenn du das hast, dann kommt der Heilungsprozess. Wenn ich immer sage, besser machen ist nicht einseitig in eine andere Richtung, in eine andere Sackgasse reinlaufen, sondern vervollkommnen. Der Witz ist, dass diese fehlende Seite, die muss ja in dir auftauchen. Und es ist ja alles, was in dir auftaucht. Das Wissen, dieses, wenn man das Chronologische, das zuvor gibt es nicht. Es ist die große Einheit des Kontinuum und diese vielen Facetten, die du aus dir raushebst. Und es sind noch so unendlich viele Facetten und Bücher in dir drin, die du noch anschauen darfst, wo du dann ewig dazu brauchst, um die alle ohne Anfang und Ende, ewig im Hier und Jetzt brauchst, um das zu machen. Das ist einmal das, umso mehr dir das bewusst wird, vor was hast du Angst? Weißt du, dann werde ich irgendwann klar, mein James-Bond-Beispiel, mein uraltes, das ich vor Ewigkeiten schon gebracht habe, wenn ich als junger Bursch in einen James-Bond-Film gehe und bin der Fan. Das Einzige, was ich hundertprozentig sicher weiß, wenn der Film beginnt, dass der überlebt. Die Frage stellt sich in meinem tiefsten Innern eigentlich, wenn ich mir mal bewusst war, was glaube ich, gehe ich in einen James-Bond-Film, weil ich glaube, der könnte in dem Film umkommen. Und jetzt kommen wir in extrem knifflige Situationen, wo deine normale Logik sagt, da kommt er nie mehr raus, das kann er nicht überleben. Und immer passiert irgendwie was ganz, was Ausgefuchstes, dass er dann doch wieder rauskommt. So nach dem Motto, was hat der Drehbuchautor sich einfallen lassen, dass er da wieder rauskommt? Also in gewisser Weise. Der große Drehbuchautor aller Drehbücher der Welt, der die Autoren, die Zeichenerwecker inspiriert, das bin ich. Ja. Lass dich doch einfach überraschen. Und früher habe ich immer wieder gesagt, altes Beispiel, sag ich, was hundertprozentig sicher ist, am Ende liegt dieser James Bond mit einer extrem schnuckligen Biene, entweder auf einer kleinen Insel oder in einem Schlauchboot. Das sind meistens in die ersten James Bond die Endszene gewesen. Eine einzige Ausnahme hat es gegeben. Es braucht immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das war dieses eine Mal, wo der Bond vor letzten Biege gespielt wurde, wieder Diana Rigg als Bond-Girl, und der hat dann geheiratet am Ende, soweit ich mich erinnere. Das ist schon wieder lange her. Das ist die einzige Ausnahme Bond. Der hat aber nur einmal den Bond gespielt, weil das kann nicht sein, was nicht sein darf. Da, jetzt weiß ich, ja. Ich habe so ein Bild gerade im Kopf. Es ist eine extreme Symbolik. Es hat alles eine Symbolik, wenn du mal den ganzheitlichen Überblick hast. Es ist natürlich die Frage, wenn du sagst, in meinem Leben ist es nie aufgetaucht, habe ich nie einen Fokus drauf gehabt. Du hast auf andere Sachen einen Fokus. Ja. Wo du einen Fokus drauf hattest, bestimmt ja wieder dein blaues Ich, das Buch, das Programm, in dem du zurzeit drin hängst. Mhm. Mhm. Du hast in jeder Phase was anderes zu lernen. Es ist dieses Unverbesserliche. Du prügelst nur selbst auf dich ein, weil du einfach nicht hören willst. Ich sage, lass
den Weidezaun los? Nein, nicht ums Verrecken. Und ich habe kein Problem, ich drehe bis ins Unendliche die Spannung auf und du wirst bis ins Unendliche leiden, wenn du nicht loslässt. Ja. Kann nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch. Der Weidezaun, ja, der kam mir die letzten Tage auf. Viele, diese vielen Darstellungen. Lande auf die heiße Herdplatte. Ja. Das ist keine Warnung, es ist eine Beschreibung. Und was jetzt, wenn du jetzt Ich bin, du liest, all mit dem ganzen Zeug. Es sind prophetische Schriften. Ich sage nicht, hier vor 25, 30 Jahren habe ich das schon erzählt. Ich habe es jetzt erzählt und es ist jetzt. Es war schon immer jetzt, weil das, was jetzt ist, war ja damals schon jetzt, bloß nicht auf deiner Spur. Ja. Was ist, gibt es nur, jetzt hast du mal zwei Zustände. Entweder ist es in dem Kontinuum als Seinsmöglichkeit oder ist existierend. Ja. Aber alles, was jetzt zu existieren anfängt, wird auch jetzt wieder sich auflösen für den nächsten Gedanken. Ein ganz einfaches Deutsch. Ja. Und ich sage, kann immer nur wiederholen, frag dich einmal, was so hartnäckig in dir drin ist, dass du dich trotzdem noch ständig Angst machen lässt von irgendwas. Da kommt jetzt das Angstlied in den Sinn. Von André Heller. Ja. Das ist, das habe ich noch nie reingestellt, glaube ich. Das hat es jetzt lange Zeit gegeben. Das Angstlied heißt es. Grausam ist ein Schülerjahr. Ja. Ich schaue mal, ob es jetzt drin ist und dann stelle ich es dann auch kurz rein. Grausam ist ein Schülerjahr. Ich glaube ja, weil ich habe viel von ihm damals gehört. André Heller war, der hat mich begleitet. Also das war mein... Tiefe, tiefe, tiefe Weisheit. Jedes einzelne Lied. Ja. Auch ja. Wieder. Aber es sind ausgedachte Leben. Ich sage immer wieder, du hast immer wieder Vorbilder im Positiven und im Negativen. Ja. Und das Verrückte ist, dass viele Sachen, die man äußert, oft selber... wo man meint, man hat es verstanden. Man hat es nur begriffen und verstehen du was dann meistens oft Jahrzehnte später. Jo. Du liest Ich bin, du, wenn dann noch von Anfang an begeistert. Es gibt jetzt erstmal Wege, die sagen, das, was ist das für Scheiß? Und dann sind jetzt die, was ich Geistesfunk nenne, die ihr Botsein lesen und sagen, das ist irgendwie, höre ich so oft, ich jetzt als Udo, die sagen, ich habe ein Botsein gelesen und ich, das ist es. Das ist es. Irgendwie resoniert ganz tief ein innerster Kern im Menschen mit dieser Schrift. Ja. Heißt ja auch, ich bin du. Ich kann nur mit ich resonieren. Und die mit diesem Ich nicht resonieren, das sind nur KIs, die reagieren zwanghaft, programmgesteuert, wie eine KI in einem Videospiel, wie ein Cleverbot. Er kann nicht anders. Und da halte ich mit einem Cleverbot. Die Frage ist, bist du bloß ein Cleverbot? Als blaues Ich bist du bloß ein Cleverbot. Genau, natürlich bin ich. Sonst würde ich das nicht so zitieren. Lernen 1, sagst du mal, Lernen 1 begreifen, das ist rein tierisch. Ja. Skinners Ratte, Pavlovs Hund, das kann man in Ich bin du Quadratsche nachlesen. Dann kommt Lernen 2, wo man meint, jetzt beginnt der Geist zu leben, weil jetzt verstehe ich plötzlich diese Mechanismen in mir. So, die Mechanismen. Ich meine, die hätte irgendwas verstanden, was dich in keinster Weise hindert, nach wie vor raumzeitlich zu denken. Das sind religiöse Menschen. Es ist dieses schöne Spiel, dieser kleine Ausschnitt, wo ich reingestellt habe. Das ist ganz, ganz tief. Es ist anerzogenes Wissen. Ich rede jetzt bewusst chronologisch raumzeitlich. Du gehörst zu einer Gruppe, du bist der Computer, der wurde programmiert und alles, was mit dir kompatibel ist, was dir logisch erscheint. Ja. Ob ich jetzt das im Glauben nenne, Christen, Katholiken, Zeugen Jehovas, das sind nur programmierte Zombies. Politische Parteien sind nichts anderes. Was er fehlt jetzt an den Kadepsen, dass er immer noch an den Sinnhalt der Demokratie glaubt. Ja. Das ist ja Sachen, wo ich extrem angegriffen wurde. Ich bin nur als Udo jetzt, wie kann ich behaupten, Demokratie ist schlecht? Und da, wenn ich dann sage, was ist Demokratie eigentlich? Da brauchst du ja nur das Krankenhaus. Dass eine geistlose Masse ohne Duden und Blasen mit allen mitbestimmen. Was ich jetzt nochmal wiederhole, was ganz wichtig ist, jetzt ganz aktuell das Video, das kurz davor steht. Mit den geheimen Abstimmungen im Bundestag. Ja. Durchwinken. Egal, ob du in einer Loge bist, egal was, Geheimniskrämerei ist Macht erhalten wollen. Richtig. Und ich sage jetzt ganz, wenn überhaupt Demokratie, müsste das so sein, dass alles, was ein Bundestag beschließt, jede Sitzung, oh, ich mache ganz kurz hier meine Ariane dazu. Hi, Kleines. Hallo. Hi, Kleines. Ich wiederhole es, ich mache gleich weiter. Ja. Es müsste ganz klar sein, und das ist jetzt nur prinzipiell ausgedachtes System, es bleibt ausgedachtes. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, alles, was du dir ausdenkst, ist vergänglich.
Egal an was du denkst, egal was ist, es ist vergänglich, mich interessiert das Vergängliche, es ist sekundär. Das Thema bei Hodo Feeling ist das, was ewig ist im Hintergrund. Das bist du. Wenn du der bist, der mich jetzt sprechen hört. Der mich jetzt sprechen hört, der ist ewig, ob du das jetzt aufgrund einer Logik glauben willst oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Wenn du nur ein Gedanke bist, so wie wenn ich jetzt an Rumpelstilzchen denke, dann machen wir sowieso keine Gedanken, weil das jetzt aufblitzt, weil ich das Wort Rumpelstilzchen ausgedacht habe. Und wenn ich das denke, ist es wieder weg. Ja. Das ist vergänglich. Was hundertprozentig nicht vergänglich ist, und ich sage jetzt, ich nehme es mir die 100% sehr ernst, ist der mich jetzt sprechen hört. Aber was ist es oder wer ist das, der mich jetzt sprechen hört? Es ist mit Sicherheit nicht der, den du dir jetzt ausdenkst, wenn du an dich selber denkst. Das ist nämlich auch was Existierendes. Dieser Satz, es ist wieder ein Satz, wenn du den verstehst, ist alles vom Tisch. Und jetzt mache ich noch kurz weiter mit der Geheimniskrämerei im Bundestag. Das ist auch Demokratie als Ding an sich, ist schon meine Filmbeispiele, wo ich gesagt habe, es kann nicht funktionieren. Dass jede Form von Geheimniskrämerei, jegliche Form von Geheimniskrämerei, ist ein Machterhalt, weil ich was habe, was ich den anderen nicht geben will. Es ist in der Regel, sagst du mal, mein Macht- und mein Statusanspruch. Das heißt, in einer luziden Demokratie müsste, wenn wir Volksvertreter haben, absolut, was in jeder Sitzung beschlossen wird, es darf unter Strafe, unter Hochstrafe keine geheimen Sitzungen geben. Es muss öffentlich gemacht werden, was mein von mir gewählter Politiker, mein Stellvertreter, was der vertritt. Ja. Und es muss jeden, der eine Wählerstimme hat, in den Staat zugänglich gemacht werden, was die eigentlich machen. Das ist einmal das Erste. Dann müsste, so wie Korruption, Lobbyismus, was reine Manipulation ist, müsste genauso hoch unter Strafe stehen. Das sind die größten Verbrechen, die es überhaupt gibt. Dann könnte ein Hauch von Gerechtigkeit überhaupt da sein. Aber es ändert nichts an den Grundproblemen der Demokratie. Ich sage nur mein demokratisches Krankenhaus, meine demokratische Großfamilie. Es macht keinen Sinn, Leuten, die keine Ahnung von Buden und Blasen haben, das ist ja immer auch die Rechtfertigung von Politikern, dass sie sagen, ja, wir können ja nicht jeden mitreden lassen, den größeren Komplex, den Zusammenhang kennt ja der Wähler nicht. Da hat er ja die Bildung gar nicht dazu. Das sind Aussagen von Politikern. Ja. Das ist ja das Verrückte, aber was machen dann die selber, wenn du unsere Minister anschaust? Ich sage bloß wieder von der Leyen ihr Werdegang. Ja, viel überschätzen. Dass die innerhalb von Monaten die Ressorts vorstehen, wo die überhaupt keine Ahnung haben können. Genau, nun muss ich ja ganz... Kostenschacherei, das ist ja offensichtlich, das wird alles kritisiert, wieder einseitig bewertet, den symbolischen Sinn im Hintergrund versteht aber trotzdem keiner. Es geht nicht darum, dass du Feindbilder postulierst. Nein. Kann ich nicht oft genug sagen, du bist in einer Prüfungswelt, in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt, deine Aufgabe ist es, diese Widersprüche und Fehler zu erkennen und anzukreuzen. Und wenn ich weiß, dass dieses Leben eine Prüfung ist, weil ich jedes Mal... Jetzt kommt eine große Veränderung meiner Einstellung, wo ich mich früher aufgeregt habe und so ein Hals gekriegt habe, wenn ich damit konfrontiert war. Woher und wieso auch immer. Werde ich eine Freude empfinden, weil mir der Fehler förmlich ins Auge sticht. Und ich sage, wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch einspielen, dass du irgendwann einmal dich freust und nicht darüber aufregst? Ja. Schau mal, wenn ich jetzt den Ken Jebsen nehme, das ist ja zurzeit mein Beispiel. Ja. Das ist dieses eine längere Video, wenn man sich die Mühe macht, das anzuhören. Es ist zwischen den Zahlen eigentlich, schwingt immer mehr Demut, Spiritualität mit, Selbstzweifel, Selbstanklage mit. Diesen kleinen Ausschnitt, wo ich reingestellt habe. Ja. Das ist aber Lernen 2. Ihm wird jetzt das bewusst. Und das Wesentliche, dass er trotzdem Feindbilder predigt und sagt, wir müssen auf die Straße gehen, wir dürfen das nicht hinnehmen. Er hat dieses Liebe deine Feinde und die Christus-Symbolik überhaupt nicht verstanden. Er kritisiert zwar hier die Politiker, die er das steht in Ich bin nur vor 25 Jahren schon drin, dass das ein Frevel ist, sich christlich nennen. Oder die katholische Kirche, Katholikos, das Ganze betreffen. Nichts und niemand hat weniger mit dem heiligen Ganzen zu tun, wie die katholische Kirche. Es ist ein Machtsystem, wenn du hinter die Mauern des Vatikan schaust, natürlich nur ausgedachterweise. Und ich betone, das, was du siehst, sind die Seiten, wo du dich informierst, weil in der realen Welt kommst du hinter die Mauern des Vatikan sowieso nicht. Ja. Also holst du dir wieder Seiten von angeblichen Insidern, die auspacken, von Whistleblowern, wie es da wirklich aussieht. Du klapperst nach, du äffst nach und äffst nach. Ja. Du äffst deine Atome nach, die gespalten werden.
Du isst deine Wassermoleküle nach, du isst deine Meter nach, wo die hier ja schon 1875, wussten wir ja schon ganz relativ klar, wie viel Umfang die Erde hat, und die ist ja eigentlich gar keine Kugel, sondern eine Ellipsoid aufgrund der Schwerkraft. Das ist schon, du hängst in diesem Gefängnis dieser Logik drin, die sich selber schützt. Du bist der Basic-Computer, der alles, was mit Basic nicht anzufassen ist, abwehrst und blockierst. Es ist tatsächlich ein Gefängnis. Man ist deine Logik, und darum kann ich immer nur mit dem Geist sprechen, der in dieses Gefängnis eingesperrt ist. Ausgedachte Sachen sind in den Gefängnissen ja gar nicht drin. Die sind ja aus dem Gefängnis herausgedacht, in die Peripherie verstreut. Genau. Wo du dir natürlich dann auch wieder ausgedachte Gefängnisse, ausgedachte blaue Köpfe setzt, wo du sagst, der glaubt ja das und der glaubt ja das. Und warum glauben die Menschen, die einen wie die anderen, das? Weil du das glaubst, dass die das glauben. Kann ein Gedanke, ein Mensch, eine Kiste, dieses Beispiel, kann ein Gedanke, den du denkst, eigentlich anders sein, wie er von dir gedacht wird? Das ist doch so ein Ersatz. Ja, es ja. ist so, und du wirst jetzt merken, wenn du das irgendeinem Menschen sagst oder ihm lernen zwei diese Schizophrenie, du bist ja bloß ein Affe. Ich erkläre dir, was du zu sein glaubst, du Geist. Was du zwanghaft am Leben erhalten versuchst, dass es sich nicht verändert, weil du welcher jeden Scheiß zum Arzt rennst. Und bist hochgradig beleidigt, indem ich dir einfach nur sage, was du glaubst. Seht ihr, könnt ihr auch lachen. Das stimmt, ja. Denke ich mir zumindest. Ja. Es ist so traurig, was ich euch jetzt sage. Es ist die Masse, es ist die Elite deiner Welt. Und warum ist die Elite deiner Welt so, weil du sie dir so ausdenkst? Genau, weil ich es mache. Aber in dem Moment, wo du jetzt das anders denken willst, bist du mit was schon wieder nicht einverstanden. Wenn du wie Ken Ebsen sagst, wir müssen auf die Straße gehen, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Das sind einseitige Ziele. Ja. Der Prozess, der Geist, der du bist, der spielt seine Rolle im Geheimen, ganz im kleinen Kreis weiter. Es ist immer wieder dieselben Beispiele. Schau, wenn ich jetzt sage, ich betrachte jetzt mein Ariane, den Udo, die Kerstin, den, der du jetzt zu sein glaubst, betrachte ich als ein Sandkorn oder ein Grashalm, ein Blatt in dieser Erdkugel, auf dieser Erdkugel, die du dir jetzt ausdenkst. Und ich zerreibe dieses Sandkorn, dieses Blatt, diesen Grashalm zwischen den Fingern. Mhm. Was verändert sich nach deiner materialistischen bisherigen Vorstellung von Welt an der Welt? Ich könnte ja noch weitergehen, ich könnte sagen, du bist irgendeine Sonne von Milliarden und Abermilliarden von Sonnen im Universum. Leuchten dann die anderen Sonnen weniger, wenn du die eine Sonne ausknippst? Weil es gibt ja angeblich so viele Sonnen, Sterne im Universum, wie Sandkörner auf der Erdkugel gibt. Ist nur anders Denkmodell. Mhm. Es wird in der Welt überhaupt nichts verändern. Mhm. Das ist, wenn ich zu dir sage, du bist nichts. Mhm. Du bist ein absolutes Nichts. Ob du jetzt da bist oder nicht da bist, kriegt doch die Welt, solange du glaubst, Bruch des zweiten Gebotes, die Welt ist draußen und du hast damit nichts zu tun, kriegt doch die Welt gar nicht mit. Das ist es nichts, das Kleinste. Und jetzt sage ich dir, wo die Größe ist. Was ist die Welt, wenn du sie dir nicht denkst? Die Größe entspringt immer aus dem Nichts. Creatio ex nihilo. Und wie oft soll ich noch sagen, das Nihilo ist das Nichts. Das Creatio heißt eigentlich nicht Schöpfung, wie die das nennen. Das heißt Wahl, eine Auswahl. Eine Kreation ist eine Kollektion. Das nennt man Kreation. Das eigentliche lateinische Wort heißt das dann mal Wahl, und darum nennt man auch einen Creator, einen Schöpfer. Ja. Er will, wenn jetzt hier eine neue Kollektion vorgestellt wird, zeigt ein Schöpfer seine neue Kreationen. Er zeigt neue Kreationen immer wieder von der neuen Karleit, von der neuen Leit, das sind politische Parteien. Die formen immer wieder mit ihren einseitigen Vorstellungen neues Leid für die Menschheit, die natürlich als Ding an sich, weil es ja nur ein Gedanke ist, die Menschheit gar nicht leiden kann. Die kann auch nicht überleben. Und ob du jetzt auf der Verschwörungstheoretiker-Seite, die ja nur einen Widerspruch darstellen zu dem etablierten Denken, die sich massiv verteidigen, was die jetzt aufhören sollte, sollte das auf deinen Fokus, auf deinen Traum sein, dass die offizielle Presse, ich kann jetzt wieder nur sagen, ich mache jetzt raumzeitigen Schnickschnack mit meiner Marion, ist das aufgefallen. Wir zappen im Fernsehen ein wenig rum. Das war auf Pro7, auf Galilei, in den Nachrichten
5, 6 große Berichte über Verschwörungstheoretiker, die so massiv ins Lächerliche gezogen werden, dass der gleich schlecht ist. Gerade, ja. Das ist auch aufgefallen. Das System wehrt sich, würde ich jetzt einmal normal sagen, das System wehrt sich massiv. Ganz selbst genau. Auf YouTube, wenn du das auf YouTube siehst, überall, sobald ein bisschen ein systemkritisches Video drin ist, sofort offiziell hier, offizielles Gesundheit, da kannst du dich richtig informieren. Das ist schon eine tolle Bühne, Peer. Das ist natürlich, was man sagt, das sind auch bloß Menschen, diese Journalisten. Ja. Das wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das ist auch so ein Satz. Mhm. Warum steht da keiner auf? Das sind doch auch, die müssen das doch meiden. Und du kannst immer, egal wen du mir welche Aussagen du mir bringst, ich bringe dir wieder welche, die das Gegenteil bringen. Wer ist jetzt das verbindende Parameter für alles? Du selbst? Genau. Solange du meinst, dich zwischen sich widersprechenden unterschiedlichen Wahrheiten wählen zu müssen, bist du noch ein kleines rotes Ich. Du bist schon ein rotes Ich. Das ist schon ein leichtes Pflänzchen vom Bewusstsein da. Aber es ist ein übermächtiges blaues Ich, das dich manipuliert. Das ist Lernen 2 und was du gar nicht mitkriegst, weil in dem Moment, wo dir was logisch erscheint, ein einfacher Satz wieder. Was soll dir einer geistlosen Maschine, einem Computer, denn logisch erscheinen, wie die Logik, mit der er programmiert ist, mit der er arbeitet? Ja. Wenn jetzt du wirklich Geist bist, müsste dir das eigentlich geistreich einleuchten, was ich dir damit sage. Dass der Fehler nicht in dem von dir verkehrt und fehlerhaft System logisch erkannt, angeblich erkannt, fehlerhaften Systemen liegt, sondern an deiner Logik. Genau. Jede Logik, jedes Denkmodell, das im Widerspruch zu einer anderen in dir auftauchenden Logik steht, das praktisch von deiner Logik als falsch, verkehrt, böse, schlecht, was auch immer definiert wird, da ist deine Logik das Problem. Diese Logik ist ja nur ein Spiegelbild deiner Logik. Stilles Einverständnis und Schweigen. Stilles Eingeständnis und Schweigen. Ja. Und dann musst du das im stillen Kämmerchen dich vervollkommnen als Geist. Ich rede mit einem Geist. Ja. Die Figur wird sich dann automatisch verändern. Mhm. Ja. Jetzt, wenn du natürlich mit der Figur retten willst, dass ich jetzt zum Beispiel sage, es wäre doch mal interessant, diese Gespräche, dass wir dir mal an Ken Jebsen zuschieben, den wir uns ausdenken. Schon wieder Gedanken, pass auf. Das wäre hochinteressant. Ich garantiere dir, er ist so programmiert, dass der ganz Ohr ist. Es ist wirklich Öl auf die Mühlen gießen. Weil er schon zuckt. Er sucht nach einem Ausweg. Ja. Aber du würdest dich dann in die Welt massiv einmischen. Du sollst dich gar nicht mehr einmischen. Du sollst die beobachten. Du sollst der Tierforscher werden, der sich überhaupt nicht mehr einmischt. Das heißt, wenn dein Tierchen jetzt, dein Charakter meint jetzt das Programm, dann ist das dann mal immer noch das Gefühl, ich muss die Welt verbessern. Ich muss den Führerscheinprüfungsbogen verbessern. Du musst dir bewusst machen, dass du dann immer noch in dem Modus bist, zu meinen, ein Führerscheinprüfungsbogen, Traumwelt ist dazu da, ein Führerscheinprüfungsbogen, dass ich die Fehler rausmache aus dem Führerscheinprüfungsbogen. Du sollst die markieren, an Haken setzen. Immer okay. Wieder, ja. Das ist jetzt, wir machen das einen Schritt weiter. Was passiert dann? Das ist immer wieder, wenn ich sage, die Welt wäre doch besser, wenn keine Krankheiten mehr da sind. Es ist ein Chaos ohne Ende. Es wird alles innerhalb von 4 Wochen mehr Chaos ausreden, wie die größten Griechen überhaupt. Solange das System mit Geld läuft. Da habe ich darauf hingewiesen. Das ist eine Kettenreaktion. Das merkst du jetzt hier mit dem Lockout. Ja. Ich bin mir noch nicht bewusst, was da passiert, wenn man normal denkt. Aber ich komme zu den Ken Jebsen. Also gut, er kommt jetzt auf die Idee, den schicken wir jetzt einmal so dieses Video, wo wir über ihn reden, was ich ja ganz toll finde, was er macht. Er muss es ja eh machen. Das ist eine Figur in meinem Roman, den ich erschaffen habe. Und wer ist mein Denker dazu, den ich das ausdenken lasse? Du. Ich habe es tatsächlich vor ein paar Tagen gedacht, dass ich da hier... Ja, ich weiß, darum spreche ich das auch. Das ist eigenartig, ich sage mal was und sie sagt, das habe ich gerade angeschaut und ich bin du. Das habe ich gerade gedacht. Ich sage, ich bin immer ein paar Schritte voraus, glaub es mir. Ja. Egal, was du magst. Genau. Das ist auch ein Thema. Beobachtest. Selbst bei meiner Inge, wo ich gerade das weiß, da habe ich gerade gesagt, hier, sie hat auch reingestellt, hier den Horst Janssen. Du musst es wissen bei der Inge. Die Inge hat das Selbstparodie von ihm im Wohnzimmer hängen. Das war rechts am Bücherregal, an ihren Schreibtisch, rechter Hand war das gehängt. Dieses Bild, ein Original von Horst Janssen, hat die in ihrem Wohnzimmer hängen. Das ist an sie ihre wertvollsten Bilder gewesen. Okay. Schicke ich dir danach schnell, Arione. Du kennst, wenn du den Typen siehst, was sofort, was für Bild ich meine.
Ja. Oder Inge. Wie weit die klein die Welt ist, weil die Kerstin ist als Mädchen mit ihren Eltern, das sind Bekannte von ihren Eltern gewesen, war die bei dem immer. Ah. Dann hat die Kerstin hier, ich schicke dir das dann danach, okay? Und jetzt ist, wir bleiben bei den Ken Jebsen. Jetzt schickst du ihm das. Jetzt pass auf, angenommen, der resoniert jetzt positiv. Das denken wir uns jetzt ganz einfach. Dann wird er komplett das, was er jetzt macht, nicht mehr machen. Er wird keine mehr aufrufen, dass sie auf die Straße gehen. Er wird sich aus dem System rausziehen. Damit greifst du wieder massiv ein, weil das, was jetzt passiert, passiert ihm ganz einfach. Lass es doch einfach passieren. Ich sage immer, solange sich einer politisch engagiert, ist er einseitig. Und du willst dich in die Vollkommenheit gehen. Genau. Du willst gehen, wo du eigentlich immer bist, wenn du wieder weißt, wer du bist. Ein träumender Geist, aus dem alles entspringt. Ja, ja. Du bist mehr wie irgendein Gedanke von dir. Weil mehr ist alles. Aber auch nichts. Ja. Drum ist, lass dich überraschen. Das ist immer wieder das Schöne, wenn du Holofeeling schaust, Udo hält sich da komplett raus. Das war noch nie mein Bestreben. Darum sage ich immer wieder, ich habe noch nie eine Internetseite gemacht als Udo. Ich habe auch noch niemals irgendwo in einem Forum oder was, was nur wieder Heiko Science aufgemacht hat, wo man schickt, dass ich damit in das Forum reingehe. Mhm. Jetzt auf den jetzigen Chat will ich gar nicht eingehen, wie der entstanden ist. Das ist was ganz was anderes. Ich habe noch nie einen Eintrag gemacht, ich habe noch nie zu einem gesagt, die sollen das verbreiten oder was. Ich habe, wie die ersten Schriften waren, habe ich einfach eine Datei hergeben, früher noch Disketten, dann waren es CDs und war ja noch vor Internet praktisch. Mit einer Wolke kriegt das von mir und dann habe ich einen kleinen Ordner, auch wieder fast 80 Mann oder was drin gehabt, wo die ersten Updates geschrieben wurden und die das wollten, was wir jetzt abonnieren bei YouTube, was ich aber... Ich bin in keine sozialen Medien, gar nichts, seit du, mich interessiert die Welt nicht. Ich will doch die Gedanken von mir nicht erreichen. Ich würde mir ja selber widersprechen, wenn es anders wäre. Hm. Es wird nichts überleben, was du dir ausdenkst. Das ist, du brauchst ein vollkommen neues Denken. Mhm. Und du meine ich jetzt immer diesen einen, der sich jetzt das alles ausdenkt. Ja. Ich dann wirklich sekundär, die waren sehr hilfreich. Sekunda. Ja. Sekunda. Muss bloß auch ein paar Runden lesen. Solange du dann schwätzt oder was hast du hier, ich kann nicht anders und so, hau sie einfach ab. Aber frag dich, warum du das machst. Mhm. Diese Uneinsichtigkeit, dieser Hass, dieses Ego, das sich aufbäumt, diese Rechthaberei. Mhm. Es ist unendlich primitiv. Du entwürdigst dich deinen eigenen Geist. Und das ist ein Lernprozess. Das ist wie mit der kleinen Seele. Es ist ja alles, die ganze Welt spricht zu dir. Ich kann es nicht oft genug sagen, jede Kleinigkeit. Geh mit dem Udo spazieren, wir gehen durch eine Stadt, egal wo wir gehen. Und dann bleibe ich bei jedem Auto, das bei jeder Autonummer bleibe ich stehen und ich erkläre dir, was ist und was feststellen. Es passt immer insgesamt in das Konzept. Es ist, du bist eingebettet in eine absolute göttliche Vollkommenheit. Und deine Einseitigkeit, deine Rechthaberei macht dich so unendlich blind. Zu meinen, was Existierendes retten zu können. Und ich sage, deswegen kann man als Brösel ganz normal seine Rolle spielen, als angenehmer, als guter Mensch. Es gibt sehr, sehr angenehme Menschen. Aber wenn es angenehme Menschen gibt, ich sage jetzt absichtlich angenehme Trockennasenaffen, die inspirierend sind, die freundlich sind, die hilfreich sind, dementsprechend gibt es natürlich dann auch andere. Das Drehen, wo ich immer sage, mit guten Menschen, am wenigsten gut sind die, die glauben, sie sind die Guten. Egal welchen Glauben du vertrittst. Weil dir gar nicht bewusst ist, dass deine unheimliche, arrogante Vorstellung von einseitig gut und richtig aufbaut auf einen riesen, genauso großen Schwall von Feindbildern, die dir gegenüberstehen. Von denen du glaubst, wenn wir die ausmerzen, wenn alle so gut denken, wie ich gut denke, ist die Welt perfekt. Das sind diese Idioten, die glauben, das Himmelreich ist eine Welt, wo bloß die Sonne scheint von morgens bis abends, wo alle gesund sind, wo alle, dann kannst du, ist es schon mal eine Welt, wo es keine Ärzte mehr gibt. Wo alle alles wissen, ist eine Welt, wo es keine Lehrer mehr gibt. Aber sobald ich sage, das gibt es nicht und das gibt es nicht und das gibt es nicht, mache ich schon wieder Puzzlestücke von der heiligen Schöpfung weg. Ja. Ich entheilige das heilige Ganze, das im zersprungenen Zustand aus unendlich vielen Seinsmöglichkeiten besteht. Ja. Das zu verstehen, ist Aufgabe eines bewussten Geistes.
Im Alltag. Das ist dieser kleine Satz, liebe deine Feinde. Ja. Du kannst dir durchaus bewusst machen, wie einseitig dein Programm ist. Und in dem Moment, wo dir das bewusst wird, bist du ja schon in den Heilungsprozess. Und da muss man das Restliche laufen lassen, weil ich kann jetzt wieder sagen, was unterscheidet jetzt den Ken Jebsen, den wir uns ausdenken, von Schneewittchen oder König Drosselbart? Du kennst doch den nur aus das Buch heraus, aus der Zeitung heraus, Monitor. Ja. Das ist auch so eine Sache, nicht bin du. Ich kenne Superman, ich kenne Rumpelstilzchen, Schneewittchen, ich kenne Atome, Photone, ich kenne eine Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht. Ich habe aber auch das Buch, da steht drin, das ist eine Scheibe, wo sich die Sonne um die Scheibe rumdreht. Ich kann dir ein Buch zeigen, wo drin steht, sehr logisch erklärt, wenn du dich darauf einlässt, dass die Welt ja eine Hohlkugel ist. Eine Hohlkugel, wir sind innen. Ja. Ptolemäisches Weltbild mit Zentralfeuer. Kenne ich alles aus das Buch heraus. Aber was da außen ist, das weiß ich hundertprozentig. Das heliozentrische Weltbild. Aber komischerweise war das, wenn ich jetzt wieder Zeitfenster der Menschheitsgeschichte, die mir zugänglich ist über meine geistigen Archive, was ich mir natürlich aufgrund dieser Bücher dann irgendwas in die Vergangenheit denke, was die in der Vergangenheit geglaubt haben. Wer bestimmt, was die in der Vergangenheit geglaubt haben? Das Wissen, das du rezitierst, das du nachhilfst. Der Professor, den ich heute reingestellt habe, der genau erklärt, 1875 haben wir dann beschlossen, der Meter ist ein 40.000stel des Erdmeridians. Wie haben die das gemessen? Ja, damals waren wir schon so weit, dass man der ja verstand, wie haben die das gemessen? Ein Meter. Er sagt dann, die ist keine Kugel, sondern Ellipsoid, weil ja durch die Schwerkraft, merkst du, da wirkt schon voll diese einprogrammierte Logik. Das ist so ein richtiges Läsch- und Konsortendubel. Aber ich sage jetzt, wenn ich an Meter, wenn du jetzt diese fraktalische Struktur von Oberflächen, wo ich drauf eingegangen bin, dass ein DIN A4-Blatt denselben Umfang hat wie die Küstenlinie von England. Ich weiß jetzt, ja. Also, du bist dabei, soll, wie mache ich das, dass ich das messen, du? Dann kriegst du natürlich immer eine logische Erklärung. Du kriegst eine logische Erklärung, wie man die Lichtgeschwindigkeit gemessen hast. So habe ich so oft gesagt, Fitzjo, 1848, glaube ich, oder wann das war. Ja. Hat er genau, ziemlich schon genau gemessen mit dieser Methode, die Lichtgeschwindigkeit. Es ist voller Fehler und interessant ist die Formel, wenn du anschaust, steckt der Adam schon drin. In dieser Formel, wie er das gemessen hat. Die Abstände mit dem Rad, mit den Lacken, aber muss ich gar nicht. Und du wirst feststellen, dass im Hintergrund ist voll Bibel, das sind die biblischen Zahlen. Und da muss man zuerst wissen, wenn ich dir was erzähle, dass ein Zeichen zuerst einmal drei Grundfunktionen hat. Es ist zum einen ein Buchstabe, dann ist es eine Ziffer, ich könnte jetzt sagen eine Zahl, ja. Nicht quantitativ denken. Wenn ich jetzt dir was erzähle, hat es überhaupt nichts mit Zahlen zu tun, sondern doch wieder irgendwie. Weil wenn ich in dem Moment, wo ich sage, das hat mit Zahlen gar nichts zu tun, wenn ich dir was erzähle. Einseitig, ja. Das ist Kategorie 2. Ja. Und es ist ein Symbol. Ein rot-blaues Symbol. So funktioniert das heilige Ganze. So wird Geist zur Welt. Brauche ich einen Jota. JZR schreibt sich das. Man kann der Waff noch JZWAFR mit reinmachen. OR. J ist Intellekt. ZR, die Geburt von Berechnungen. Jota. Intellekt ist der Geburtsgeber von den Berechnungen. Wenn wir es blau machen. Ja. 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 Spannend. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Nee. Und ansonsten lassen wir uns überraschen, weil es ein spannender Film ist. So hochspannend, so lang, so spannend, dass es zur Zeit ist, war doch dein, das weitergesteckte Vorstellung von Welt, war doch noch nie so spannend, wie es zur Zeit ist. Genau, das ist so. Wir haben uns jetzt ein Popcorn rein und schauen uns den Film weiter an. Genau. Pop ist übrigens Biob. Ja. Die Weisheit von UB. Genau. Ja. Und der Kern. Wollte ich bloß sagen. Ja. Von der Andreas Popp. Zwar auch mittlerweile ein Andreas Popp, zwar auch einigermaßen was weiß, es wäre dasselbe. Können wir auch statt Jebsen, könnte ich jetzt, der engagiert sich halt nicht so, dass er die Leute auf die Straße mitholt als Journalist. Aber mit der Wissenschaftsmanufaktur, die schmelzen ja zurzeit schon etwas zusammen. Ja.
Und da juckt es dann wieder in die Finger, dass man sagt, was ist da, sollte man mal Holofeeling hinschicken. Nein. Nein, ich sage immer, meine Maus hat gerade im Hintergrund ganz laut gesagt, nein, ich mache das sowieso nicht. Das ist das erste Mal, ich weiß, ich mache mal eine raumzeitliche Geschichte, wie ich bin du fertig war. Das ja. Ich bin du selber. Und dann habe ich ja hier 500 Stück drucken lassen. Kann ich, was ich noch genau habe, mich 32.000 Mark gekostet. 500 Bücher, was ist, wenn ich heute hier mit Print to Demand, das geht ratzfatz für ein paar Euro. Das war ja schon die Druckplatten zum Anfertigen alleine, die haben schon über 15.000 Mark plus die Druckplatten, glaube ich, gekostet. Weil da mussten ja noch Druckplatten gefertigt werden. Ja, heute kannst du... Ein paar Kleinauflagen zu der ja. Zeit. War ja alles ganz anders, war ja vorsintflutlich. Da ist noch Geld. Und da hat die Maus gesagt, und da hatte ich noch Geld. Da hatte ich noch Geld, das ich dann alles verprasst habe ja, mit dem blöden Holofeeling. Mein Holofeeling hat mir meine ganze hohe Existenz gekostet. Verstehst du, voll mal ich will gar nicht mit viel Umsatz und viel Geld verdienen und alles ist mir mit Holofeeling draufgegangen. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Überhaupt nichts mehr habe ich. Ich habe nicht einmal mehr Schulden. Gar nichts mehr. Also passt auf. Und das Erste, was ich gemacht habe, damals noch, da bist du in einer jugendlichen Euphorie. Ich ja. mache jetzt extra wieder eine bewusste Geschichte für dich. Dann habe ich hier, glaube ich, es waren 40 oder 42 Bücher. Habe ich einen wunderschönen Brief geschrieben, den habe ich nicht mehr. Und den habe ich dann hier, das war mal interessant, aber ich glaube, ich habe den überhaupt noch. Mein schönes Schreiben, ich habe einige Sätze, habe ich noch im Kopf, an Zeitschriften geschickt, dann große. An Spiegel, an Stern, an bla 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 bla. Aber einen schönen Beibrief mit dazu. Und das ist natürlich alles unendlich sinnlos. Das ist so die Geschichte wie mit Jan, wo ich gesagt ja. habe, hier mit den Hebräisch-Professoren, dass da irgendeiner reagiert. Du wirst begreifen, es hängt erst einmal, ob welche reagieren oder nicht reagieren, hängt von deiner inneren Einstellung ab. Wenn du im tiefsten Innern glaubst, dass da aus nichts ist, erwartest du im tiefsten Innern das auch nicht. Und wenn du es jetzt ausprobieren willst, wird sich das verwirklichen, was du im tiefsten Innern glaubst. Und da das im tiefsten Innern bei mir abgeschalten war, ich habe es aber trotzdem gemacht in der Euphorie, ist nichts, überhaupt keine Reaktion gewesen. Das waren die ersten 40 Bücher, wo ich gekriegt habe, habe ich da hingeschickt. Und ich habe da einen Satz, den habe ich noch den Kopf in dem Brief, dass ich gesagt habe, dass für mich, wenn man jetzt einmal, hat die Bildzeitung natürlich auch gekriegt, dass die Bildzeitung und damals die Welt war die intellektuellen Zeitung, wenn du ja. die Welt lesen, das sind ja die Intellektuellen, lest die Welt, dass die Bildzeitung und die Welt sich von Auflage zu Auflage, von Ausgabe, die herauskommt, ständig gespiegelt übertreffen. Die eine, die Bildzeitung in ihrer extremen Zeichtigkeit und Geistlosigkeit und die Welt, in jeder Ausgabe wollen sie das, was sie intellektuell ausufernd raushauen, noch intellektueller und noch unverständlicher rausbringen. Weil die einen demonstrieren, hey, wir sind ja Leser, unsere Leser sind die Elite, die Intellektuellen, und die anderen machen halt den Massenbroll, wo sie ansprechen. Und die versuchen sich gespiegelt bloß zu übertrumpfen in ihrer eigenen Dummheit. Das ist das, was ist. Und jetzt haben wir das Spiel zwischen die angeblichen Verschwörungstheoretiker und die offiziellen Medien, die offensichtlich jetzt ganz massiv nichts anderes zu tun haben, um ihre Schäfchen, um ihre Lehrer daraus hinzuweisen, was Verschwörungstheoretiker sind und die in den Dreck zu ziehen. Und die Masse ist halt einmal massenmedienorientiert. Die Breite ist der Weg der Masse in die Verderbnis, die überleben sowieso nicht. Es überlebt überhaupt keiner, auch die Verschwörungstheoretiker überleben nicht. Warum? Weiß keiner, weder die einen noch die anderen, das Wesentliche in Frage stellen. Was bin ich selbst? Gibt es die Erdkugel eigentlich, wenn ich sie nicht denke? Dass sich viele entweder als Atheisten nennen, die kannst du sowieso abhaken, alle, und die sich dann gläubig nennen, egal welchen Glaubenssekte du dich zugeordnet fühlst, es hindert dich nicht daran, trotzdem dann die 10 Gebote zu bringen. Vor allem voran das Erste und das Zweite. Du magst dir ein Bild von Gott, der da oben im Himmel ist. Die schöne Floskel bei der Masse ist ja, wenn du fragst, glaubst du eigentlich, bist du gläubig? Und dann sehr viele gehen so wieder an Wischiwaschi-Weg, dass sie sagen, schon, aber mit Religion, mit Kirche habe ich nichts am Hut. Das ist, die wollen so einfach nur mal sicher gehen, unbewusst offensichtlich. Also wenn ich an einen Gott glaube, glaube ich an einen ausgedachten Gott. Da habe ich eigentlich nicht verstanden, was es ist. Es ist immer wieder, du erinnerst dich, Ariane, früher, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, in den ersten Gesprächen, habe ich gesagt, ich habe früher immer ganz definitiv gesagt, ich lehne es vollkommen ab, zu sagen, ich glaube an Gott. Meine Erklärung war, ich mache mir zuerst Gedanken,
was das ist, was die Menschen Gott nennen. Und wenn ich das dann weiß, dann sage ich dir, ob ich an ihn glaube oder ob ich nicht an ihn glaube. Weil alle, die sagen, ich glaube an Gott, die sind so programmiert in Elternhaus und in Schule. Und alle DDRler damals, die große Masse, Kommunisten, die sagen, sowas wie Gott gibt es nicht, die quatschen das nach, weil sie so programmiert wurden. Wir haben wieder dieses große Problem der Programmiertseins, des Herdentiers. Ich kann dann nicht behaupten, ich glaube oder ich glaube nicht dran, wenn ich nicht weiß, was das ist. Also kläre ich für mich zuerst einmal, was Gott ist. Und wenn ich das dann weiß, sage ich dir, ob ich an ihn glaube oder nicht glaube. Und dann hat plötzlich der erste Satz, den ich gerade gesagt habe, für mich einen riesengroßen Sinn gemacht. Es hat mich ja selbst so einen riesengroßen Narzissten gemacht, wenn ich an Gott glaube. Ich habe doch gesagt, ich lehne es vollkommen ab, zu sagen, ich glaube an Gott. Müsste ich an mich selber glauben. Aber ist das nicht schon wieder eine Form von Narzissmus? Roter. Aber das ist jetzt das Rote, muss man verstehen. Genau. Ja. Gott ist rot. Gott wird, Gott wir öffnen. Gott wird, indem er sich zuerst einmal selbst zu einem Adam macht. Das ist ja der Bing. Gott erschafft zuerst einmal sich, den Adam, in seinem Ebenbild. Mein Vertrauen lehnt sich an Gott, M-A-I-N-M, ein A-I-N. Das ist vom Nicht-Existierenden. Creatio ex nihilo. Die Kreation, die Auswahl, die große Auswahl von unendlich vielen Möglichkeiten. Das ist die Kreation. Aus dem Nichts. Dieses Nichts, El Hayom, ist in der Lage, unendlich viele Wellen aufzuschmeißen. Ja. Unendlich viel heißt unendlich viel. Und die Vorstellung von unendlich ist eigentlich wieder nichts. Es ist einfach ein Prozess, der jenseits von Raum- und Zeitvorstellungen liegt. Ja, aber dann kannst du den Satz, ich lehne es ab, an Gott zu glauben, jetzt rot lesen. Es Lene, A, B. Alles, es ist ja jetzt hier in der Name hier Holofiling, die scheinheiliger Glaube. Hat ja schon einer reingeschrieben. Shin Ayin. Logos Gottes ist nicht existierend. Ja. Rotgeschriebener Glaube. Geistiges Licht. Der Schöpfer ist jede verbundene Polarität in eins geschmissen. Genau. Ja. Jetzt kann ich mich wieder aufregen, warum schreibt ihr das rein? Das ist ja Blasphemie. Du sollst dich beobachten, wie du darauf reagierst. Dann juckt es in dem Finger, den Namen wieder zu verändern. Es war übrigens der Ugur, weil er gibt sich ja laufend an anderen Namen. Er hat wieder einen kleinen Rückfall gekriegt, nachdem er mir ein paar hundert Einträge reingehaut hat, hat er jetzt wieder einen Rückfall gekriegt und doch wieder was reingeschrieben. Kurz reingestiegen, den Namen geändert und dann wieder rausgegangen. Ach so. Denke ich mir jetzt aus. Ich habe es schon geahnt. Jetzt ist die Frage, denke ich mir jetzt das aus, nachdem er das gemacht hat, oder habe ich das vorher gesehen? Hm. Habe ich es ihn machen lassen, für wen auch immer. Ja. Der Job, du das registriert hast und wenn du es registriert hast, wie du darauf reagiert hast. Mit einer vollkommenen Gleichgültigkeit oder was, wie du auf diese Namensänderung von dem Chat wieder reagiert hast. Mhm. Das sollst du beobachten, ohne auf diese Reaktionen zu reagieren. Das führt dich in den Frieden. Deswegen ist es eine sehr lehrreiche Zeit gerade. Ja. Sehr spannend. Extrem, extrem. Ja. Aber nicht für Geist, niemals für Gedanken von dir. Nee, ja. Gedanken von dir werden für dich den Einschränkung haben, dass sie was lernen, wenn du als Erster das verstanden hast. Du musst der Erste sein. Ich sage immer, du musst der Erste sein. Ja. Mhm. Ja. Warum dich herum immer deine eigenen Spiegelungen sind. Und du kannst jetzt gleich merken, wenn du groß auf der Welt hast, mir geht es ja nur so schlecht, weil die Welt so schlecht ist. Ist auch die Welt, die du dir ausdenkst, ist so schlecht, weil dein Glaube noch so schlecht ist, dein Intellekt noch so fehlerhaft ist, so extrem einseitig ist, so rechthaberisch ist. Ja. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, in welchen Glauben du festhängst, ja. Du wirst den in keinster Weise loswerden, indem du meinst, das, was die unlogisch erscheint, bekämpfen zu müssen. Liebe deine Feinde. Und lieben, sage ich immer wieder, als nicht jeden Arsch um den Hals zu fallen. Mein schöner Spaziergang durch den Zoo. Das sind seit 30 Jahren gebetsmännhaft. Es ist auch so ein Satz. Dieses einfache Zoo-Beispiel. Du hast nicht das Bedürfnis, ein von Gott erschaffene Kreatur verändern zu wollen. Nee. Oder dir vorzuwerfen, dass es so ist, wie es ist. Ob du einen Regenwurm, einen Wolf, eine Giftschlange, egal was du denkst. Du kannst nicht einmal einen Vulkan vorwerfen, dass er ausgebrochen ist.
Du musst irgendwann nochmal begreifen, dass die Sachen bloß existieren, wenn du sie denkst. Und du kannst jetzt dir, vorausgesetzt, du setzt dich als einen träumenden Geist, nicht vorwerfen, dass du das träumst. Das ist der Weg. Ich zeige dir einen Weg in dein Innerstes. Das erhebt dich. Es macht dich zum Zentrum von allem, was du in dir, in deine Peripherie reindenkst. Was aber letztendlich trotzdem bloß immer hier und jetzt in dir drin ist. Es kann doch nicht sein und nicht sein gleichzeitig. Ich sage, jetzt denk doch ganz einfach mal an Wellenberg. Der Wellenberg ist doch etwas, es ist ein Haufen von Wasser. Auch von der Nulllinie aus gesehen erfordert es einen Volumen, ein Nichtsein, Volumen, ein Vakuum, ein Nichts. Ja. Mit demselben Volumen. Wellenberg, nichts. Höhe, oben, unten. Und gläubige Menschen erfordern nicht gläubige Menschen. Und kranke Menschen erfordern gesunde Menschen. Und Frieden erfordert Krieg und Sonnenschein erfordert Regen. Trocken und nass. Aber immer gleichzeitig. Eiskalt. Also lege ich deine Einseitigkeit ab. Und wie gesagt, wenn das einmal auf die zwei bezogen ist, dann kann man langsam anfangen, dass dir bewusst wird, dass sich das dann ja hochspiegelt, dass das eigentlich ja 16 sein müssen. Aber sobald wir an 16 ausgedachte Mittelpunkte denken, hat ja unser Volker diese wunderschönen Kameraaufnahmen gemacht, müssen ja nochmal zu diesen dir Positiven die Negative da sein. Genau, ja. Auf der einen Seite. Zu den Positiven, zu den Negativen die Positiven. Genau. Und der Gedanke ist, auch der eine, er schlägt und es macht einen sprachlos. Beides. Also im Schlagen, in dem, was dahinter steckt. Ja, es ist göttlich. Ich nenne es einfach göttlich. Das bringt es auf den Punkt, wenn du weißt, was göttlich bedeutet. Du kannst es auch als Gotteslicht lesen. Und das Gotteslicht ist E Quadrat in der Einstein-Formel. Ja. Das ist diese reine Energie. Energia, inneres Wirken. Im Inneren sind wir und wir legen dieses Fundament in unendlich vielen Facetten. Dazu brauchen wir kleine blaue Ichs. Das sind Erfahrungen, die man machen darf. Und ich sage, egal, die schlimmsten Erfahrungen sind die, wo du am meisten lernst. Mhm. Das habe ich jetzt erst hier zum Holger gesagt, immer wenn du was Schönes eingespielt kriegst, wo du dich freust. Das ist ungefähr so, wie wenn du eine Riesenwanderschaft machst, jetzt raumzeitlich gedacht, und die Freude ist, dass du dich einmal eine Stunde wieder hinsetzt und nicht läufst. Mhm. Aber durch die Freude, die du hast, wenn du dich hinsetzt, bewegt sich, verändert sich in dir nichts mehr. Und das Negative ist, wenn du den Weg zurücklegst, in die Vergangenheit setzt und abhakst, dass gerade die Energie ist das, was dich auffüllt. Ja. Die Freude wäre jetzt der stille See, das stille Meer, das tote Meer, und die Energie ist, wenn du aufgewühlt wirst. Und darum sage ich, Lernprozent, Energie kriegst du immer, wenn du dich an was reibst. Reiben. Mhm. Das ist der Christus. Ja. Christus, habe ich ja gesagt, wird normalerweise mit Salben, der Gesalbte, übersetzt. Das urgriechische Wort, wenn man tiefer reingeht in die Etymologie, ich rede jetzt nicht von einer chronologischen, sondern von einem hierarchischen Aufbau der Wurzel. Dann wirst du feststellen, dass das eigentlich Reiben heißt. Rei, Spiegel, Sohn. Etwas einreiben mit einer, jetzt kommt die Salbe, es all ist ja das Bewusstsein Gottes. Das, ja. Jemand salben, das Bewusstsein Gottes ist Ben, der Sohn, der Gottessohn, das ist doch der JCH. Ja. Darum nennen wir den Gesalbten. Und das ist einreiben. Und jetzt ein schöner Spruch, was ich oft gesagt habe, wenn wir in Sanskrit gehen, das ist ohne zu weit auszuholen, dass das hebräische Wort, das Sanskritwort Mate, in der Umschrift schreibt sich das übrigens M-A-T-H, wie unser Mathe. Ja. Dass das, wenn du jetzt in Böhring nachschaust, heißt das ein Quirl. Da haben wir schon so Quirl, Quirlen. Das ist das Aqua, das Nichtruhende, das aufgequirlt wird. Dass dieser Quirl, dass das eigentlich Reiben heißt. Wie muss ich das verstehen? Was hat ein Quirl mit einem Reiben zu tun? Also nochmal M-A-T-H auf Sanskrit in der Umschrift. Mathe, ja, ist ja, ja im Griechischen das gelernte Witzen. Genau. Und zwar heißt das Quirl, bezieht sich, dass man Feuer macht. Und das Feuer machen war früher, dass du einen Holzstab transversal in die Hand nimmst, transversal, und den um die eigene Achse drehst. Das heißt reiben. Ach. Zwei Hölzer aneinander reiben. Das ist auch in der Geschichte der Bibel, ist es der obere und der untere Mühlstein. Mhm.
Etz ist ja Holz und Etz heißt augenblickliche Geburt. Gut, genau. Blau gelesen. Das heißt, du reibst Rei, Ben. Rei, der Schöpfergott, Bonore Existenz. Zwei augenblickliche Geburten aneinander. Es wird jetzt Physik, es wird immer, das ist ja alles schon immer da. Und ich sage, und das ist jetzt wichtig, dass du das merkst, wenn du Grundlagen von Holofeeling hast, wenn du was liest, du kannst dir wen spielen, du siehst aber ein Nichts, was da ist, aber da die Grundlagen da sind, wenn ich dich jetzt darauf hinweise, ihr seid sofort dabei, merkst du das? Du musst nur mal einen Gedanken mitgehen, das funktioniert aber nur, weil die Grundlagen hat. Du musst jetzt aber eingestehen, du hast da was, selbst wenn du jetzt ein wenig rumspielst, kommst du gar nicht drauf, weil du nicht so weit jetzt fast so weit denkst. Wenn ich dich aber darauf hinweise, dann bist du sofort dabei und sagst, boah, ist das der Wahnsinn. Ich könnte jetzt wieder mein BC, wie geil ist das denn? Weil mittlerweile in einem Zustand ist, dass er von sich selber, wir denken jetzt einmal normal, wenn er was reinstellt, dass ich es beim BC mittlerweile schon mache oder beim Reh, bei der Diana, von innen heraus, die brauchen immer das Pixelmännchen Udo von außen den Anstoß, von dem ausgedachten Außen, sondern ich mache das, die sind mittlerweile schon so formbar, dass das von innen funktioniert, dass ich die anstoßen kann aus ihrem tiefsten Innern heraus. Da muss man aber immer mehr ich werden. Die göttliche Inspiration. Oder ich ändere es nichts. Ja. Es geht mir nur um das Prinzip verstehen. Ich kann nicht oft genug sagen, Wissen, das du dir ausdenkst, das, was wir jetzt sprechen, diese Geräusche und die Vorstellungen, die du aus den Geräuschen machst, die sind sekundär. Mein Herzanliegen ist schlichtweg und einfach der, der mich jetzt sprechen hört. Dieses Nicht-Denkbare. Ja. Das ist für mich jetzt, wie ich dick. Ja. Und jetzt das D-I-G, geschlossener göttlicher Geist nennen oder das Dick mit einem K hinten schreiben, wenn du in den Geometrie-Explorer reingehst. Ja. Es ist der mittelste, der Mittelpunkt. Ja. Das ist wie ich dick. Das du bist für mich wie ich dick. Ja. Die drumherum liegende, existierende Peripherie, sein Kommen und Gehen, die ist, da wirst du nie was dran ändern können. Nee. Das Meer selber hat überhaupt nicht das Bedürfnis, seine Wellen zu verändern, ob die jetzt extrem aufbrausend sind oder da ganz leicht vor sich hinzimmern. Wir Franzosen sagen, komm sie, komm so. Mal so, mal so. Aber ja. Immer gleichzeitig. Okay, ihr zwei Hübschen. Super Schlusswort. Ja, genau. Danke. Auf den Punkt. Bis gleich. Danke. Bis gleich. Danke. Ciao. Ciao.